Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zur letzten Folge dieser Woche. Montag geht es weiter. In der letzten Folge habe ich zwei Raptoren gezähmt im Kampf gegen den Super Saiyajin Schakal und sie werden mich auf jeden Fall bis zum Tode verteidigen. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich in der Folge. Ach, Ferdi, lauf doch irgendwo hin, wo wir nicht sind. Ja. Schön wär's, schön wär's. Okay, der Kano greift jetzt so ein gepanzertes Viech an. Ich würde es gerne riskieren, ihn angreifen, ganz ehrlich. Ich meine, Okay. dann hätte ich meine jetzt beiden Raptoren verloren. Also einen werde ich mindestens verlieren, denke ich mal. Wenn du den jetzt angreifst, ja. Aber, na, wobei die Raptoren sind ja aggressiv, ne? Oder du machst beide passiv? Erstmal, na, wobei im Kampf, aha, es geht auch Nee, nicht so ich laufe richtig. jetzt nach Hause. Ja. Wenn er zu uns kommt, dann kriegt er Probleme mit unseren vier Raptoren. Passt schon. Ich glaube nicht, dass er gegen vier Ja. ankommt. Ich hoffe. So, tötet mal das Viech hier. Dankeschön. Es ist cool. Ich fühle mich wie Gott. Ich zeige mit meinem Stab auf ein Tier und sie töten es. Ja, kannst du mal sehen. Hier, tötet das. Und jetzt das. Ich fühle mich sicherer, muss ich sagen. Ja, was denkst du, warum ich meinen Raptor immer mitnehme, überall hin? So, habt ihr schon Level Up? Nee. Ah, doch, du schon. So, ich komme nach Hause, dann können wir uns schon mal Betten bauen. Ja, perfekt. Du hast noch ein bisschen Fleisch mitgebracht? Ich habe jede Menge Fleisch. Perfekt. Zwischen 80 und 100 irgendwo. Oh ja, perfekt. Hier, Das können wir nicht so. das Ding kullert sich doch eh ein, oder? Ja, und dann haben wir, können wir keinen Schaden mehr machen, richtig? Also, aber er greift erst an. Ja, Also zu spät, ich habe ihn schon vorsichtig. angegriffen. Oh, das tut echt weh, wenn der angreift. Also je nach Level. Er hat sich schon eingekullert. Ja, echt. Welches Level hatte der? 6 oder so. Er ist Ja, fast okay, tot. gut. Ja, mit Level 6 ist okay. Welcher hatte das? Ich glaube, der, den wir getötet haben letzte Mal, der hatte irgendwie Level 50 oder so, ne? Unsere Dinos werden ja passiv. Ich dachte, sie greifen ihn weiterhin an. Ja, nee, das war doch das Problem. Da hatte ich auch den Raptor schon. Da sind alle unsere Tiere dahin gelaufen. Super. Ah, nein. So. Seid ihr so nah dran schon? Weißt du, ich stehe hier neben unserer Hütte. Ach so. Das Vieh steht doch hier. Das ist direkt vor unserer Tür. Keine Ahnung, ich bin weiter weg. Achso, ich dachte, du wärst zu Hause. Nö, nö. Also. Jein. Also ich bin schon am Strand, weil ich mich da sicher fühle. Aber ich war nicht direkt zu Hause. Ach, da sind sie alle. Ist schon tot? Nö, der hat sich eingekullert. Jetzt läuft er weg. Ah, jetzt laufen meine Dinos schnell. Die haben gewartet, bis er wieder auftaucht. Oh, guck mal, bei dem mache ich sogar 7 Schaden. Ist das cool. Oh, ich Ich bin töte ihn zurückgekommen. jetzt. Achso. Naja, war schon Was ich klinisch machen? tot. Naja. Scheinbar nicht. Aber wie gesagt, hier mache ich wenigstens 7 Schaden, immerhin. Mach weiter. Gib ihm. Oh, Erdbeben. Das arme Vieh, ey. Yeah. Gut, dann lasse ich So. meinen starken Raptor mal hier, der ist 21. Und den Rest nehme ich einfach mit als Verteidigung. Mach das. Cool, Keratin.
und Leder. Und einsammeln. Aber, Das ist Erdbeben, da gibt es ganz viel Obsidian. hat es schon das ganze Fleisch gegessen, was ich gegrillt habe? Nein. Ach so, das an. Nee, ich habe das geteilt. Ich glaube, die andere Hälfte, oder? Nee, doch, habe ich gegessen. Auch nicht schlecht. So ein bisschen wie bei Naja, Don't Starve. jedenfalls, ich habe jetzt das Leder in die erste Kiste gepackt. Du könntest mir einen Sattel bauen, das wäre echt nett. Ja, kann ich machen, warte. Leider konnte ich das Obsidian nicht mehr einsammeln, das ist schade. Hallo. Ach so, du hast es in die Kiste gemacht, sehr gut. Ja, So. jetzt haben wir hier noch 37 Chitin habe ich noch dabei. Ich packe mal alles in die Kiste, was ich nicht gebrauchen kann. Ja, genau, dann können wir das wenigstens benutzen, wenn wir es dann brauchen. So, was fehlt mir denn noch für den Sattel? Ach, alles gut. Fehlt mir nichts. Para, gib mal her. Ich pack das Fleisch erstmal in die letzte Kiste jetzt. Sonst habe ich zu viel dabei. Und das vergammelte Fleisch behalte ich nur für den Fall der Fälle, dass ich noch einen Skorpion sehe. Ach so. Yay! Pandorf Doom, danke für den Follow. Warte mal, wo bist du denn jetzt hin? Ich? Wolltest doch den Sattel haben. Ja, ich level gerade meine Tiere ab. Ach so. Oh. So, ich komme wieder. Gib Sehr mir meinen gut. Sattel, ich kann reiten. Level 15. Yay. Ein Level noch. Warte. Ja, ein Level noch, dann können wir. Weißt du, wir machen die Parasattel. Ein Level. Bitteschön. Bevor wir das. Naja, Paras sind ja unsere Lastentiere, ne? Ja, das stimmt. Von daher, da wir eh weit laufen müssen für Bäume, passt das schon. Ja, Du hast dein leider. Bullpick übrigens hier hingeworfen auf den Boden. Oh. Oh, ich dachte, ich sag dir Bist das du? mal. Ja, ich habe das auch gar nicht gesehen, dass ich den weggeworfen habe. Wo ist er denn hin? Bei mir hier. Ach, da hinten. Oh. Nein. Ach so, beim Angreifen. Kannst übrigens auch mal dein Licht anmachen, ne? Guck mal, ganz schön dunkel. Hast du das gemerkt? Yay! Pinkes Licht! So, ich bin ja Hoi, jetzt auch kurz hoi. Level vor Level 15. Ich sollte mir auf jeden Fall erstmal einen Bogen sichern, da ich aber ihn nicht mehr habe. Bogen! Jetzt habe ich Licht dabei. Hihi. So. Na, hier sind dann die Ledersachen. Ach, ich bin schon in Stufe 15. Ich werde 16. Ich bin kurz vor Level 16. Ja, cool. Ja, eigentlich auch kein Wunder, ne, so viele Dinos wieder getötet hast. Ich habe mich schon gewundert. Naja, jetzt bin ich erstmal übelst mächtig. Ich sitze auf einem Tank. Und jetzt jedes kleine Viech, was ich mit meinem Tank beiße, wird sofort zerfetzt von meinen Tieren. Ach Oh. so, ja, ich habe gerade gesagt, hä? Aber ja, stimmt. Daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Die Son Goku-Hyänen auf der rechten Seite kommen schon näher. Ja, die sollen sie mal machen. Nicht mehr lange. Je Meinst du mehr mit deinem Zeit sie ein brauchen. meinst du mit deinem kleinen Raptor da wirst du gegen die ankommen? Nein. Ich schick dich vor. Nein, natürlich nicht. Aber. Mal gucken. Wir werden uns schon irgendwas werden wir uns schon einfallen lassen. Ach, vor allem möglichst schnell. Warum? Naja, weil ich Angst habe. Ach, das kriegen wir schon hin. So. Ich muss also Tiere suchen, die ich töten kann. Am besten will ich dabei noch, dass meine Tiere dabei überleben, wenn ich sie töte.
Ja, das wäre noch besser. So, ach Gott, ey, ich muss so viel Zeug irgendwie loswerden. Ach Gott. Was? Von allen Seiten sind irgendwelche Tiere, die uns töten können. Das ist so nervig. Auf der rechten Seite Ja. Hyänen, auf der linken Seite ein Karnosaurus, der sich einen Keks freut. Oh Mann. Ja, der leckt sich wahrscheinlich schon die Zähne und denkt sich so, oh yeah, gleich. Gleich werde ich sie essen. So. Huch. Ach so. Seid ihr zu blöd, den Weg zu finden? Hierher, kommt hierher. Tötet das kleine Viech, was ist denn los mit euch? Vorder sie noch heraus. Es war cool, so ein leuchtendes Tier auf der Schulter zu haben. Ich finde jetzt immer den Weg. So. Sehr schön, meine kleinen Vasallen. Habt ihr richtig Ne? gut gemacht. Ach Gott. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie in der Anfangszeit von Spore, wo du so eine Zelle bist und nur die kleinen Viecher erstmal tötest. Ach so, weil die Großen dich fressen. Ja. Ja. Achso, mein Parasaurus hat ein Level bekommen. Ich dachte, wieso kommt jetzt Musik? Nur weil dich ein Dino verfolgt. Bam, bam, bam. Kommt die Musik vom weißen Hai. Das war cool, ich habe voll die Taschenlampe auf der Schulter. Vor allem, das sieht eigentlich auch richtig geil aus, wie er alles ausleuchtet. Ich find das echt nicht gut. Was? Auf allen Ecken und Kanten, Karnosaurus und so. Ich fühle mich gerade ehrlich So. gesagt ein bisschen wie im Gefängnis. Als wenn du in einem Spiel gegangen bist, wo du erst ab einem bestimmten Zeitpunkt vorankommst, durchkommst, weißt du? Ja, das stimmt. Ja, ich will ja auch gerade nicht so wirklich weitergehen, weil die Spinne da im Wasser, die macht mir ein bisschen Angst. Es muss nicht sein, ich will mein Para nicht an ihr an sie verlieren. Es macht so viel Spaß, ey. Was? Meine Dinos so fast zu hetzen. Ihr müsst einfach selber nichts mehr machen. Und wie hetzt du die denn? Indem ich aber kurz auf das Vieh einschlage. Also du kannst ihm auch einen Ach Befehl so. geben. Ja. Es gibt ja auch eine Befehlstaste, aber ich schlage einmal kurz drauf und dann laufe ich einfach weiter. Oh nein! Ja, Ich und hab doch gar nichts getan! ja, Oh so viel dazu. nein! Was? Maulwurfsratte! Oh nein. Er ist Das aber sind Level doch 4. so. Ich kann ihn besiegen. Ja, gut. Okay, Theoretisch. nee, dann. Okay. Der Praktisch Penner. nicht. Er greift mich zuerst an. Okay, ich bin. Nein. Oh. Beide Raptoren auch noch getötet. Arschlochus? Du Ja, hast ich. den mitgenommen?
Nee. Mein Ach doch. Parasaurus hat das Viech getötet. Nice. Der Para hat es getötet. Ja. Okay. Die Raptoren werden getötet und der Para hat es getötet. Genau. Wie geil ist das denn? Ja gut, so viel dazu. Es ist super schön mit euch. Ich muss wieder neue zähmen. Ach Ich weiß nicht, ja. wieso die Mausratte plötzlich aggressiv geworden ist. Jo, gute Frage. Naja, 64 rohes Fleisch insgesamt, 66 Leder. Naja. Gott, das ist doch cool. Ja. Mein Parasaurus hat noch drei Viertel seines Lebens. Krass. Ich brauche neue Raptoren. Scheiße. Ach nein. Ist das schlimm? Ach Mann. Ja gut, weil der ganze Fortschritt, den ich hatte, weg. Mit einem Schlag zunichte gemacht. Ja, ich weiß nicht, irgendwer hat wahrscheinlich die Maulusratte kurz angefasst und dann fand sie das aber nicht so cool. Ja, du siehst, sie wehrt sich dann richtig. Weißt du, ich habe nicht mal ein Level-Up dafür bekommen, dass ich das Scheißviech getötet habe. Na, ich denke, der Para hat's getötet. Ja, aber es gehört ja irgendwo zum mir. Nein. Ja, ich komme erstmal nach Hause und liefere das Leder ab. Joa. Weißt du, was das Schöne ist, wenn ich einen Raptor reite? Ich kann einfach Ja. weglaufen, wenn es mir nicht passt. Weil in diesem Fall Okay. geht das natürlich nicht, ne? Du kannst ja nicht einfach weglaufen, wenn alle deine Tiere plötzlich versuchen anzugreifen. Nö, das stimmt. Dann musst du Das ist halt wie durch. Zumindest habe ich schon mal festgestellt, dass mein Parasaurus schön tanky ist. ja. Auf jeden Fall gut zu wissen. Nilpara? Ja. Dann wissen wir, was wir demnächst tun. Reitend irgendwelche Tiere angreifen. Ich brate Fleisch. Jedes Mal, wenn ich Fleisch brate und das Ding öffne, ist es entweder leer oder fast leer. Ich nehme nie alles raus. Ich lasse dir Doch. immer was Beim übrig, weil letzten ich an dich Mal denke. hatte ich nichts mehr drin. Ach ja, stimmt. Oh. Nee, stimmt. Letztes Mal habe ich alles rausgenommen, aber diesmal nicht. Ja, wenn du Holz hast, pack rein und dann starte das Ganze nochmal. Ja, ich habe vorhin schon Holz nachgelegt. Also es ist nicht so, dass ich alles weggenommen habe. Ich habe auch was Ach, reingemacht. da warst du, baust du den Stall? Ja. Ja, das andere ist mir alles zu, ja, alles zu Dings hier, zu hoch. Achso. Herr, ist halt voll nervig, was das alles so steil ist. Tja, und immer wenn ich keine Bäume mehr habe. Also ich will halt erst. Oh. Ich will erst wieder Bäume farmen, wenn es hell ist. Beim Dunkeln habe ich Angst da oben. Bist du denn jedes Mal? Wie? Na, Man. jetzt war ich erstmal noch gar nicht oben, weil ich noch nicht musste. Achso, oben Aber mit nächstes Mal. dem Weg hier hoch oder was? Genau. Ah, okay. Ja. Aber da muss ich auf jeden Fall den Raptor mitnehmen. Ansonsten wird das nichts. Naja, das Einzige, was momentan da noch ein Hindernis wäre, sind tatsächlich die Hyänen. Ich hätte gerne so eine Hyäne als Abwehr. Das wäre echt cool. Ja, das wäre auf jeden Fall richtig cool. Ach ja, aber das dauert noch lange. So, komm hier. Jetzt muss ich wieder alleine töten. Mit meinen eigenen Händen. No. Tja. Irgendwann. Irgendwann. Ja. Und zwar in diesem Stream noch. In diesen 10 Minuten, die wir noch haben. Ja.
Das glaubst du ja wohl selber nicht. Ich brauche nur noch ganz Fitzelchen für Level 16. Ach so. Ach so. Aber hast du noch einen Raptor, mit dem du reiten kannst? Ja, klar. Ach Ich so. hab doch die Schwachen mitgenommen und den Starken da gelassen. Ach ja, stimmt. Stimmt, hier stand ja noch einer. Ja, na, zum Glück hast du den Starken dagelassen. Wobei, vielleicht würden die Schwachen sonst auch noch leben. Wer weiß. Wir werden es nie erfahren. Vielleicht wäre noch alles tot gewesen. Wer weiß. Ja, Dodo, gib mir Erfahrung. Ganz ehrlich, der Carnosaurus ist schwächer als die Maulwurfsratte und ich habe gerade die Maulwurfsratte mit meinen drei Viechern getötet. Sicher, dass der. Ach so, stimmt. Aber die Maulwurfsratte, welches Level hatte die? Vier. Ja. Welches Level hat die unsere? Wie unsere. Ja, die bei uns da rumlungert. Warte, ich guck nach. Mittlerweile sind es ja sogar zwei, glaube ich. Uno momento. Wo ist sie denn jetzt hin? Ach, da. Gefunden. Grab dich nicht ein, wenn ich dich angucken will. Ach komm. Ist Level 22. Ach du Scheiße. Okay, dann muss ich kurz gucken, oder nachher gucken, nachdem wir fertig gestreamt haben, welches Level der Kano war, der uns angegriffen hat. Da können wir so ein bisschen feststellen, wie stark er sein könnte. Ja, Aber ich stimmt. glaube, mit meinen Raptoren hätte ich ihn sogar besiegen können. Könnte sein, weil ich meine, der Kano hat zwar viel Angriffskraft, aber wenig Verteidigung, würde ich schätzen. Ja, ich denke auch. Ähnlich wie so ein Raptor. So, du müsstest mir jetzt das Level abgeben, Kleiner. Komm, tu mir den Ne? Gefallen. Na, mal gucken. Nein, ach Gott. Was? Ich Will er habe nicht? das immer noch nicht bekommen. Okay, dann muss ich noch jemanden Nicht. töten. Erdbeben. 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 Erdbeben, Erdbeben. Ja, das Lied muss ich auch immer denken dabei. Nicht wegkullern. Kullern die Sachen einfach weg? Ich glaub's ja nicht. Jetzt weiß ich, wie ich den weggeworfen habe. Das war beim Erdbeben. Beim Einsammeln, ja. Ja. Weil ich so panisch alles gegriffen habe, was mir so in die Finger kam. Hier oben ist es ja wirklich nervig. Gott, immer noch kein Level up. Doch, Edelsteine! Level up, Level up! Edelstein! Edelstein! So, Leder müsste ich genug haben jetzt für meinen Sattel. Ja. Oh, es geht los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ha. Was? Triceratops-Sattel? Mit Stufe 18. Oh. Nein. Aber ich mache uns einen Schrank und ich mache uns einen Floß. Aber ganz ehrlich, ich meine, wir haben ja auch Triceratops in der Nähe. Na, Ich meine, der war stimmt. doch eigentlich auch viel cooler zum Reiten. Und vor allem konnte Er er noch hatte sehr mehr wenig tragen. Ausdauer und war sehr langsam. Aber ich habe jetzt trotzdem mal den Sattel ausgebildet, weil er ist halt ein ziemlich guter Tank. Falls irgendwas passiert, kann man darauf gehen und kann man ziemlich viel kaputt machen. Also erstens das. Außerdem, also jetzt gar nicht mal deswegen. Sondern vor allem kann er auch gut hinter einem herlaufen und Sachen tragen. Er war doch ein gutes Lasttier. Ja, aber er ist verdammt scheiße langsam, musst du wissen. Ja, ich weiß. Aber er konnte wirklich verdammt Oh, viel jetzt bin ich tragen. enttäuscht. Das war 18 und ich 16. Ah. Ja gut, ich komm No. nach Hause. Und sicherer Hafen können wir uns ausloggen. Jo. Ah. Ach, Mensch. Mann. Siehst du, alles schief gelaufen. Expeditionen sind wir nicht weit gekommen wegen den ganzen Viechern. Nö, ich habe ein Tja. Reittier. Gut, ich hatte mal mehr Raptoren. Ja.
Siehst du? Aber ich denke mal, dass mein Parasaurus ein gutes Level bekommen hat durch das Töten der Maulwurfsratte. Dodo-Eier. Hihihihi. Ist nicht so stimmt, die Dodos sind ja auch noch gelevelt. Ja gut, zwei Level noch, dann können wir im nächsten Stream ein bisschen mehr bauen. Und dann kriegen wir, denke ich mal, auch die zwei Level easy zusammen. Ja. Gehe ich von aus. Eigentlich schon. Ich meine, zwei Level ist jetzt nicht so schlimm. Nee. Und ich glaube, wir sind dann diesmal schneller Level 20 als beim letzten Mal. Das stimmt. Wir sind richtig gut. Dann kümmere ich mich als nächstes auf jeden Fall um das Floß. Ja, Dann baue ich gut. uns ein Floß. Ja, und ich baue uns den Stall. Das klingt auch nach einem guten Plan. Ja. Und dann können wir zu den anderen Bäumen rüberfahren. Ja. Wenn es sicher genug ist. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall dann noch vernünftige Dings hier. Kisten auf dem Floß, das wäre noch cool. Wo bist du denn hin? Ich wollte zu dir kommen. Ups, ich habe Hallo. ein Mikro geschlagen. Ja, ich habe jetzt einen Schrank. Also wir können Schränke auf dem Floß platzieren. Ja, perfekt. Ja, Sehr ich gut. werde auch demnächst dann für Schränke in unserem Zuhause sorgen, für die Betten. Ja, seht Ja. ihr, also das heißt, beim nächsten Mal wird es auf jeden Fall nochmal ein bisschen gemütlich bei uns. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns mit Zero, dem Weihnachtsmann. Weihnachtsmann, so. Das fing ja auch schon so an. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Auch schön, ciao. Tschüss.